Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Heute geht es um den Deco X50 5G Router von TP-Link. Wie der Name schon verrät, haben wir hier einen 5G Router, womit wir mit Hilfe einer Nano-SIM-Karte rasend schnell ein kabelgebundenes und aber natürlich auch kabelloses Internet aufbauen können. Ganz ehrlich, der kam bei mir gerade genau zum richtigen Zeitpunkt an, weil ich habe ein neues Studio und dort habe ich sofort ab Tag 1 mich um den Internetvertrag gekümmert, aber dann wurde gleich meine Euphorie geschmälert, denn in circa 4 Wochen wird das Ganze dann freigeschaltet. Das dauert ja immer ein bisschen bei den ganzen verschiedenen Anbietern. Ich bin da aber überhaupt nicht besorgt, weil ich ja mit dem TP-Link Deco X50 5G Router in der Hand meine allerersten Schritte im neuen Studio gemacht habe. Aber nicht nur dieser Einsatzzweck ist perfekt für ihn, sondern beispielsweise auch in Unterkünften, auf Geschäftsreisen oder Urlaubsreisen, wo keine stabile Internetverbindung vorhanden ist oder auch bei Ferienhäusern. Manchen ist das Ganze zu teuer oder auch zu zeitaufwendig, dort dann noch eine Kabel- oder Breitbandinstallation zu machen. Von daher, warum nicht einfach die vorhandene 5G-Verbindung nutzen? Nachdem ich also nun mit dem Deco X50 5G-Router in mein neues Studio kam, habe ich ihn natürlich direkt ausgepackt, SIM-Karte in den SIM-Kartenschlitz auf der Unterseite eingeschoben, das Netzteil ebenfalls unten eingesteckt und dann konnte es schon losgehen. Wenn man sich das Gerät von vorne anschaut, sieht man unten links eine Status-LED leuchten. Diese sollte man sich zumindest auch während der Einrichtung und nach der Einrichtung mal anschauen. Also als nächstes habe ich das Smartphone gezückt, die TP-Link Deco-App installiert bzw. dann gestartet und das Ganze wirklich rasend schnell eingerichtet. Das ging kinderleicht. Ihr müsst eigentlich nur die PIN eurer SIM-Karte wissen, aber ansonsten geht der Rest vollautomatisch. Danach signalisiert die Status-LED, dass alles erfolgreich eingerichtet wurde und ich konnte mit allen meinen Geräten mich nun in das Deco X50 5G WLAN einloggen. Und nun nach mehreren Tagen Nutzung kann ich wirklich sagen, dass das Internet sehr stabil läuft und wenn man möchte, kann man auch auf Kabelinternet oder DSL verzichten eigentlich, sofern man natürlich auch genügend Datenvolumen im Vertrag hat bzw. dort vor Ort dann auch der 5G-Empfang gut ist. Außerdem kann ich jetzt auch schon direkt an dieser Stelle im Video sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit dem Wi-Fi 6 TP-Link Router, also den Deco X50 5G Router von TP-Link und den auch auf jeden Fall euch empfehlen kann. Auch das Design weiß zu überzeugen. Ich finde den kleinen Router wirklich schön anzusehen. Daumen hoch, dass TP-Link auch an die Optik gedacht hat. Ich meine, die meisten verstecken den Router ja irgendwie, dass man ihn eh nicht sieht. Hier, diesen kann man ruhig draußen stehen lassen. Das gesamte Gehäuse besteht äußerlich aus weiß-mattem Kunststoff. Die obere Fläche bietet uns eine schöne Hochglanzoptik. Auf der Rückseite stehen einem 3 Ethernet-Anschlüsse zur Verfügung, 2 mit maximal 1 Gigabit pro Sekunde und einen mit maximal 2,5 Gigabit pro Sekunde. Hinter der Gummiabdeckung befinden sich dann auch noch 2 Anschlüsse für zusätzliche externe Antennen. Diese würden dann zu einer besseren 4G bzw. 5G-Leistung führen. Noch etwas spannender ist hingegen, was wir unter dem Gehäuse finden, nämlich starke Hardware, wie beispielsweise den AX3000 Dualband Wi-Fi. Und das Ganze sorgt eben für einen stabilen 5G-Empfang für mehrere Geräte gleichzeitig und auch überall eigentlich für ein starkes Wi-Fi-Signal. Dank dem verbauten 5G-Modem, der Wi-Fi 6-Technologie und den Deco-Mesh-Funktionen ist für Stabilität, größere Reichweiten, mehr Verbindungen und schnelle Geschwindigkeiten gesorgt. Der Deco X50 5G kann mit allen separat erhältlichen Deco-Geräten verbunden werden bzw. eben auch ein Mesh-Netzwerk bilden im gesamten Haushalt oder halt auch gesamten Büro. Wenn vorhanden, verbindet sich eben dann euer Tablet, Laptop, euer Smartphone etc. direkt mit dem schnellsten Deco in dem Moment sozusagen. Das gesamte Wi-Fi-Netz, wenn wir gerade schon beim Thema sind, kann im Übrigen in der Deco-App verwaltet werden. Die Download-Geschwindigkeit kann auf bis zu 3,4 Gigabit pro Sekunde ansteigen, dank der Unterstützung der Sub 6 GHz 5G-Technologie. Der 5G-Empfang ist im Übrigen für uns alle auch sehr interessant oder sehr nützlich, vor allem wegen seiner niedrigen Latenzen. Hier haben wir eine Latenzzeit von nur einer Millisekunde und das ermöglicht uns eben reaktionsschnelle Netzwerkverbindungen. Außerdem ist aber auch noch sehr nützlich und interessant, dass wir eben hier diese Flexibilität haben, die Flexibilität in den Netzwerkzugängen, 4G, 5G, aber eben auch ein Festnetz-Internetzugang ist hier gar kein Problem, falls ihr den Deco X50 5G als WLAN-Router benutzen möchtet. Zusammenfassend habt ihr mit dem TP-Link Deco X50 5G Router, der übrigens auch via Sprache gesteuert werden kann, mit Hilfe von Amazon oder auch Google zum Beispiel, habt ihr ein sehr gutes und stabiles Mesh-Wi-Fi dann zu Hause oder im Büro, im Studio etc. pp. Also von daher kann ich euch das Ganze nur wärmstens empfehlen. Der Kleine war mir oder ist mir immer noch eine sehr große Hilfe. Aber jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, außer zu hoffen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich würde mich freuen auf jeden Fall. Macht's gut.